Hey Leute, ich bin's wieder, euer Pokémaniac. Ich habe euch heute hier nochmal die schillernde Rayquaza Xbox mitgebracht, weil die einfach so mega genial ist. Und weil ich in der letzten Box, in der einzig anderen, da hatte ich keine andere EX-Karte drin gezogen, außer dieses coole Rayquaza hier, Shiny Rayquaza. Deswegen öffnen wir die jetzt einfach auch. Kurzste wäre natürlich, wenn wir das reguläre Shiny Mega Rayquaza EX ziehen würden. Aus diesem ewigen Anfang Booster. Aber die Wahrscheinlichkeit ist dafür, glaube ich, nicht sonderlich groß. So, ich trenne mal die Karte hier raus. Damit ich euch die zeigen kann. Stellt sich als äußerst schwierig heraus. So. Nein, sie ist auf dem Boden gelandet. So. Wo habe ich sie denn jetzt? Sehr gut. So. Da haben wir sie. Da haben wir die Booster. Tue ich mal eben raus. Und natürlich das Rayquaza. So, hier sehen wir das Rayquaza. Grüner Einschnitt. Das mega Rayquaza. Sehr cool. Ja, das nimmt hier Platz im Hintergrund. Und das Rayquaza EX. Sehr cool. Auch der Holo-Effekt top. Und diesmal ist es sogar relativ unbeschädigt aus der Box gekommen. So. Das beides nimmt Platz hinten und wir widmen uns dem Ewiger Anfang-Pack, dem Protoshock-Pack, dem Phantomkräfte-Pack und dem Fliegende Fäuste-Pack. In der Reihenfolge. Es wäre cool, irgendeine EX da drin zu ziehen. Das ist das Hauptziel. Das Einzige. So. Scampisto, Pikachu, Molimorba, Macholo, Flemly, Raichu, Vishu, Nocturne, Fulipurba ist unsere Reverse und ist eine Rare. Und die Rare ist ein Morbitesse. Also ich habe in der Rayquaza EX-Box bisher kein Glück gehabt, also in dieser Shiny Rayquaza EX-Box. Opening vorher. Ich glaube, da war eine Holo drin. Stravikel, Fililu, Bronzel, Somnium, Datiri, Folikon, Klavion, Doppelfarplus Energie, oh, Regigigas, Reverse. Dafür sind meine Reverse-Karten immer relativ gut. Ah, und die Rare ist ein Omod-Stern. Na, nicht sonderlich. Bitte nun. Hippotas, Geweiher, Schmerbe, Zigzags, Gekavor, Grodons Geistesbund. Energiezugewinn ist unsere Reverse und unsere... Oh, ich habe den Kartentrick irgendwie vermasselt. Aha, okay. Tangolos ist unsere Rare. Jetzt muss da aber irgendwas Gutes drin sein. Jetzt hat sich das nicht so gelohnt. Bitte. So, ist der Kartentrick aber richtig.
So, da hätten wir einen Warmboll. Ein Golbit, Vadrive, Calamanero, Pupas, Viscargot, Levelball, Zobiris. Unsere Reverse ist schon wieder eine Rare, ein Hornweisel. Und die Rare ist ein Meter groß. Nur Rares. Das ist nicht schön. Das ist keine schöne Ausbeute. Naja, dafür haben wir diese schöne EX-Karte daraus gekriegt und ja, diese Jumbo-Karte natürlich. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Nochmal eine Mega Rayquaza EX beziehungsweise schillerndes Rayquaza EX-Box mit mir zu öffnen, gemeinsam. Ja. Und ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn ich für euch alles Mögliche unboxe und öffne. Euer Pokémaniac. Bis dann. Scampisto. Pikachu. Molimorba. Macholo. Flemly. Raichu. Vishu. Nocturne. Fulipurba ist unsere Reverse und ist eine Rare. Und die Rare ist ein Morbitesse. Also ich habe in der Rayquaza EX-Box bisher kein Glück gehabt. Also in dieser Shiny Rayquaza EX-Box. Opening vorher. Ich glaube, da war eine Holo drin. Stravikel, Fililu, Bronzel, Somnian, Datiri, Folikon, Klavion, Doppelfarplus Energie, oh, Regigigas, Reverse. Dafür sind meine Reverse-Karten immer relativ gut. Ah, und die Rare ist ein Omot-Stern. Na, nicht sonderlich. Hey Leute, ich bin's wieder, euer Pokémaniac. Ich habe euch heute hier nochmal die schillerndes Rayquaza X-Box mitgebracht, weil die einfach so mega genial ist. Und ja, weil ich in der letzten Box, in der einzig anderen, da hatte ich keine andere EX-Karte drin gezogen, außer dieses coole Rayquaza hier, Shiny Rayquaza. Deswegen öffnen wir die jetzt einfach auch. Kurzste wäre natürlich, wenn wir das reguläre Shiny Mega Rayquaza EX ziehen würden. Aus diesem ewigen Anfang Booster. Aber die wahrscheinlich. Bitte nun. Hippotas. Geweiha. Schmerbe. Zigzags, Gekabor, Grodons Geistesbund. Energiezugewinn ist unsere Reverse und unsere... Oh, ich habe den Kartentrick irgendwie vermasselt. Aha, okay. Zangolos ist unsere Rare. Jetzt muss da aber irgendwas Gutes drin sein. Jetzt hat sich das nicht so gelohnt. Bitte. So, ist der Kartentrick aber richtig. So, da hätten wir einen Warmboll. Ein Golbit, Vadrive, Calamanero, Pupas, Viscargot, Levelball, Zobiris. Unsere Reverse ist schon wieder eine Rare, ein Hornweisel. Die Möglichkeit ist dafür, glaube ich, nicht sonderlich groß. So, ich trenne mal die Karte hier raus. Damit ich euch die zeigen kann. Stellt sich als äußerst schwierig heraus. So. Nein, sie ist auf dem Boden gelandet. So. Wo habe ich sie denn jetzt? Sehr gut. So.
Da haben wir sie. Da haben wir die Booster. Ich mal eben raus. Und natürlich das Rayquaza. So, hier sehen wir das Rayquaza. Grüner Einschnitt. Das ist mega Rayquaza. Sehr cool. Ja, das nimmt hier Platz im Hintergrund. Und das Rayquaza EX. Sehr cool. Auch der Holo-Effekt top. Und diesmal ist es sogar relativ unbeschädigt aus der Box gekommen. So. Das beides nimmt Platz hinten und wir widmen uns dem Ewige Anfang-Pack, dem Protoshock-Pack, dem Phantomkräfte-Pack und dem Fliegende Fäuste-Pack. In der Reihenfolge. Es wäre cool, irgendeine EX da drin zu ziehen. Das ist das Hauptziel. Das Einzige. So.